Ich lebe ja einen positiven Umgang. Ich möchte noch mal kurz an dieser Stelle erklären, was das eigentlich genau für mich bedeutet. Ein positives Mindset oder ein positiver Umgang bedeutet für mich nicht, immer zu lachen, immer glücklich zu sein, die Welt rosarot zu sehen und vor Freude jeden Morgen zu jauchzen, weil ich so glücklich bin. Das bedeutet es nicht. Sondern es bedeutet, dass ich ein absolut tiefes Vertrauen darin habe, dass absolut jede Herausforderung, die mir das Leben stellt, aus einem Grund geschieht. Ich kenne den Grund nicht. Manchmal ja, meistens nicht. Bedeutet aber nicht, dass es diesen Grund nicht gibt. Und der Grund kann auch nur sein, dass ich mich entwickeln möchte, soll, dass ich wachsen soll, dass ich etwas lernen soll. Und das ist für mich ein positiver Umgang. Jede Herausforderung, die mir in meinem Leben begegnet, bedeutet für mich die Chance zu wachsen und zu lernen. Und jedes Mal, wenn ich eine Herausforderung in meinem Leben gemeistert habe, habe ich etwas gelernt. Ich habe mich verändert. Ich bin gewachsen in dem Moment. Und das bedeutet für mich ein positiver Umgang.